In der heutigen Sendung geht es um Bluthochdruck. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich. Inzwischen leiden tatsächlich über 50% der erwachsenen Menschen in Deutschland an Bluthochdruck. 113 Millionen Packungen, also Verordnungen an Blutdruckmitteln, an Bluthochdruckmitteln werden verordnet. Und das ist schon enorm. Es scheint, als würde man Bluthochdruck heute nur noch behandeln, einfach behandeln, Rezepte aufschreiben bis zum Lebensende, ohne dabei auf die Nebenwirkungen zu achten, ohne dabei noch dem Gedanken nachzugehen, was könnte man eigentlich tun, damit der Blutdruck wieder in ein natürliches Maß hineinrutscht. Ich behandle jetzt mit meinem Team seit 35 Jahren Patienten mit Bluthochdruck und ich kann sagen, es ist möglich, den Blutdruck wieder in ein normales Maß zu bringen, auch noch während der Arbeitszeit und nicht erst, wenn man in Rente gegangen ist. Und so soll es in der heutigen Sendung darum gehen, was können Sie heute ganz konkret tun, um Ihren Blutdruck wieder in die Balance zu bekommen. Ja, in meiner Praxis arbeiten wir mit unserem Team daran, dass wir nicht eher Ruhe geben, bis wir die Ursache des Bluthochdrucks aufgedeckt haben. Und die Ursachen sind vielfältig, denn wenn wir die Symptome betrachten, das Ohrensausen, vielleicht der Schwindel, die Kopfschmerzen, Schulter-Nackenverspannung, aber vor allem eben auch Müdigkeit, Schlafstörungen, innere Unruhe. Es ist so ein Symptomenkomplex, an dem unglaublich viele Menschen leiden und dann natürlich auch schnell zum Arzt gehen, um sich hier chemische Arzneien verschreiben zu lassen. Aber ist das der einzige Weg? Ich habe die Erfahrung gemacht, nein, es gibt einen anderen Weg und wir können hier einen probiotischen Ansatz wählen, einen Ansatz der sogenannten Salutogenese, wo es darum geht, eben gesunde Prozesse zu stärken und die natürliche Tendenz des Körpers, sich selbst wieder in die Balance zu bekommen, diese natürliche Tendenz unterstützen, stärken und lenken. Da haben wir heute eine Vielzahl von Möglichkeiten, aber dieser Ansatz zur Heilung, zur Normalisierung des Blutdrucks erfordert den Wunsch und die Bereitschaft eines Menschen, hier auch aktiv an dem Gesundungs-, an dem Heilungsprozess mitzuwirken. Und ich stehe in besonderem Maße mit meinem Team dafür ein, dass wir die Wertschätzung für unser körperliches System in den Mittelpunkt stellen, nämlich die Wertschätzung, den Respekt vor diesen Selbstheilungsmechanismen. Denn was schnell passieren kann, ist, dass wir mit Chemie Regel- und Stellgrößen verstellen und damit die eigentlichen Ursachen überdecken, den eigentlichen Grund nicht wirklich im Auge behalten. Stellen Sie sich vor, da ist ein Kochtopf und da drin pluppert das Wasser und macht Geräusch und jetzt legen Sie einen Deckel drauf und irgendwann fängt der Deckel an zu klappern und Sie legen einen Stein drauf. Irgendwann wird auch jetzt der Deckel wieder anfangen zu klappern und Sie legen noch einen Stein drauf. Das heißt, ein Mittel kommt zum nächsten und unser Ansatz ist der, dass wir Stück für Stück den Regler runterdrehen, sodass es nicht mehr in dieser Form im Kochtopf brodelt. Und wir haben ein Stichwort, das wir bei fast allen Bluthochdruckpatienten sehen und auch mit unseren modernen Stress-EKG-Messungen bestätigen können. Es ist die Adrenalindominanz. Wenn wir mit einem Stress-EKG den Sympathikus und den Parasympathikus messen, dann sehen wir, dass alle Bluthochdruckpatienten eins gemeinsam haben. Sie haben einen massiv erniedrigten Vagustonus. Der Vagusnerv ist der Hauptvertreter des parasympathischen Systems. Er ist verantwortlich für Selbstreorganisation, für Selbstheilung, für Regeneration, aber er ist auch verantwortlich für die feine Wahrnehmung und für das visionäre, vorausschauende Denken und Fühlen. Er sagt einem, wann genug genug ist. Lebt ein Mensch aber im Sympathikotonus, also in der Adrenalindominanz, dann lebt er ganz nach dem Prinzip, ich Erfolg jetzt.
ich überleben jetzt. Das heißt also einem ständigen Kampf- und Fluchtmodus. Und das, was wir früher im Neandertal als normalen, ja, als normale Funktion hatten, dass wenn es im Busch raschelte und der Sägezahntiger drohte, aus dem Busch zu springen, dann fuhr im System der Adrenalinspiegel hoch, Blutdruck, Puls, gingen hoch, die Muskeln spannten sich an, Immunfaktoren, auch Autoimmunfaktoren wurden hochgefahren, Zucker wurde produziert, auch Cholesterin wurde produziert und der Körper war jetzt maximal kampfbereit oder maximal bereit, in den Fluchtmodus zu gehen. Was wir heute erleben, ist, dass dieses Neandertal-Programm aktiviert wird, ohne dass Lebensgefahr besteht. Aber das, was damals im Neandertal der Sägezahntiger im Busch war, ist heute der Sägezahntiger im Kopf. Das heißt, die vielen kleinen Glaubenssätze, die vielen kleinen Programme, ich muss das schaffen, ich bin es nicht wert, also muss ich ganz viel tun, ich muss mehr tun als andere, ich muss lieb und nett sein, ich muss erfolgreich sein, ich muss Geld verdienen, ich muss noch mehr verdienen, ich muss noch mehr machen. Also solange das Prinzip ich muss den Alltag regiert, dann kommt dann natürlich auch dazu, dass dann schneller ein Arzt sagt, dann müssen auch Bluthochdruckmittel genommen werden. Wie schön wäre es doch, wenn es gelingen würde, und ich sehe das an meinen Patienten jetzt seit über 30 Jahren, dass es auch andere Wege gibt, aber sie beginnen mit der Entscheidung, das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen. Nämlich mehr aus der Perspektive des Dürfens. Was ist das doch für ein Geschenk, dass ich hier in dieser Form haben und sein darf, dass ich in so einer unglaublichen Fülle mein Leben leben darf? Und wie entspannt kann ich mich doch zurücklehnen und wie spielerisch kann ich doch den Dingen entgegentreten, die da sich als Herausforderung tagtäglich zeigen? Und wenn es mir gelingt, diese Haltung über Meditation, über das Lesen entsprechender Schriften einzunehmen, dann komme ich auch in eine Situation, wo ich zunehmend beginne, in ein Ich darf umzuwandeln. Ich darf heute zur Arbeit gehen. Was bin ich für ein Glückspilz, dass ich Arbeit habe? Ich darf heute die Wäsche für die Kinder waschen. Was bin ich für ein Glückspilz, dass ich Kinder habe, dass ich kochen kann für die anderen und, und. Also es ist die innere Haltung, an der wir gerade bei unseren Kurpatienten, die nach Steinhude zur Kur kommen, auch sehr intensiv arbeiten, um das zu drehen, sodass hier eine gelassenere innere Grundhaltung sich ausbreitet, die dann dazu führt, dass wir viel entspannter im Vagustonus leben können, weil ohne Vagustonus bekommen wir den Blutdruck nicht ins Gleichgewicht und müssen dann auf chemische Medikamente, wie zum Beispiel sogenannte ACTH-Hemmer oder auch Beta-Blocker, zurückgreifen. Beta-Blocker werden immer noch stark eingesetzt bei Bluthochdruck, obwohl die Indikation gar nicht mehr besteht. Sie werden aus meiner Sicht in der Hälfte aller Fälle eingesetzt, obwohl inzwischen klar ist, dass Beta-Blocker nicht mehr für Bluthochdruck die erste Wahl sind. Also, was ist die Alternative zu den Beta-Blockern? Natürlich erstmal die gesunde Lebensführung, das heißt eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten, weil die Ernährungsgewohnheiten eben doch mit ihren Omega-6-Fettsäuren, mit ihren Transfettsäuren, mit den vielen Zuckern und all den Zusatzstoffen dazu führen, dass sich Entzündungen an den Innenwänden der Gefäße bilden. Diese Entzündungen führen zu Verhärtungen an den Innenseiten der kleinen und größeren Gefäße. Und an diese Verhärtung setzen sich weitere Cholesterin- und Fettkristalle, Kalkkristalle. Und zunehmend wird die Elastizität der Gefäße härter. Es kann sich nicht mehr richtig dehnen. Und um diesen Prozess umzukehren, brauchen wir natürlich eine Vielzahl von Verhaltensänderungen, vor allem in der Ernährung, um hier eine Besserung zu erzielen. An zweiter Stelle ist ganz klar die körperliche Bewegung. Wer Bluthochdruck hat, braucht eine sportliche Betätigung von 2x10 Minuten oder 20 Minuten am Stück am Tag, um hier diesen Adrenalinüberschuss
abzuarbeiten und damit weiter runterzukommen, um dann in den Vagustonus hineinzukommen. Und wer schon diesen Adrenalinstoß abgearbeitet hat durch Sport, der kann anschließend dann auch leichter in die Meditations- oder in die Atemübungen kommen. Das heißt, jeder Therapieansatz überhaupt der Ganzheitsmedizin, für die ich stehe, beginnt immer mit dem Rückzug, mit dem, ja, mit der inneren Haltung. Was will ich eigentlich wirklich? Und was bin ich doch für ein Glückspilz, mit so einem wunderbaren Körper ausgerüstet zu sein? Und was kann ich jetzt tun, um das Geschenk des Körpers zu feiern und ihn so zu pflegen, dass er auch in seiner Balance, in seinem Gleichgewicht bleibt und auch der Blutdruck entsprechend in einem stabilen Gleichgewicht bleibt? Also die gesunde Ernährung, die an erster Stelle, Verzicht auch auf Fleisch, gerade Fleisch von Tieren, die von Menschen mit Omega-6 gefüttert worden sind, damit sie schnell dick und fett werden. Genau dieses Omega-6 ist das, was uns dann auch krank macht. Es ist der Zucker, es ist die Wurst und natürlich Weißmehl und die Kuhmilch. Das sind Dinge, die man mal über einen längeren Zeitraum reduzieren sollte, um für sich auszuprobieren, was bringt mir das. Aber das muss kombiniert werden dann mit der entsprechenden sportlichen Betätigung und Meditation, also 20 Minuten Sport, 20 Minuten Meditation jeden Tag. Das ist das Geschenk, das wir unserem Körper machen dürfen. Und erst wenn das nicht ausreicht, kommt an nächster Stelle Hochdosis Naturmedizin. Hochdosis Naturmedizin in Form von Extrakten aus der Apotheke der Weltmedizin, aus der Ethnohealth Apotheke. Und das ist etwas, was wir heute nutzen können, gerade auch um schulmedizinische Präparate runterzufahren, denn wir wissen, dass wir auf 2/3 aller schulmedizinischen Präparate verzichten können, wenn wir unsere Lebensführung ändern und Hochdosis Naturmedizin stattdessen einnehmen können. Und das ist etwas, wo die Weltmedizin über die Jahrtausende gute Heilpflanzen hervorgebracht hat. Ich nenne hier zum Beispiel die Katzenkralle, ich nenne das Olivenblattextrakt, Weißdorn, Mistel, all das sind hochdosiert wunderbare Heilpflanzen, die man als Rezeptur auch fertig bekommen kann. Und das ist etwas, wo ich heute sage, wir haben heute die Möglichkeiten, ganz konkrete Schritte zu machen. Aber diese hochdosierte Naturmedizin, so gut wie sie auch ist, sie braucht die innere Haltung der Ausgeglichenheit, die wir uns erarbeiten müssen, wenn wir auf Schulmedizin verzichten wollen. Und sie braucht eben Rahmenbedingungen, damit Selbstheilung besser gelingen kann, weil Heilung ist immer Selbstheilung. Wir können diese Selbstheilungsprozesse, diese natürliche Tendenz des Körpers zur Selbstheilung stärken und regulieren, indem wir hier Naturmedizin einsetzen und unsere Lebensführung entsprechend anpassen. Wenn Sie mehr über diese Extrakte erfahren wollen, über diese wunderbaren Rezepturen, die uns heute aus der Weltmedizin zur Verfügung stehen, dann empfehle ich Ihnen hier das Buch Die Ethnohealth Apotheke, wo Sie einen Überblick kriegen über Heilpflanzen und spezielle Rezepturen, die als Extrakte uns heute zur Verfügung stehen, um den Blutdruck in die Balance zu kriegen. Und Sie finden natürlich auch viele Hinweise über die gesunde Lebensführung, damit Ihr Leben wieder ins Gleichgewicht kommt. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.